Die Kinder der Kindertagesstätte Spatzennest nahmen am 7. Mai am Finale der Kinderolympiade in Kamenz teil. Es mussten 9 Stationen absolviert werden, darunter eine Kletterwand, Sackköpfen, Rollbrettfahren und vieles mehr. Verlierer gab es bei diesem Wettkampf keine. Die Oberguriger Mannschaft erreichte einen 4. Platz. Sieger wurden die Kinder der Kindertagesstätte am Wald aus Soland. Einen ausführlichen Beitrag sehen Sie in unserem aktuellen Programm. Anlässlich der Geschichte des Landmaschinenbaus wurden am Freitag, dem 7. Mai, mehrere Gedenktafeln in Oberguric angebracht. Darunter auch eine beim ehemaligen Mähdrescher Werk in Sinkwitz. Mehr davon erfahren Sie in unserem Filmbeitrag. Am Samstag, dem 8. Mai, fand der Tag der Feuerwehren der Gemeinde Oberguric auf dem Dorfplatz in Oberguric statt. Die Ausbildung wurde an verschiedenen Stationen durchgeführt. Einige interessierte Bürger nutzten die Möglichkeit, sich über die Arbeit der Feuerwehr zu informieren. Auch die Kleinsten konnten den Umgang mit der Kübelspritze probieren. Für Samstag, dem 8. Mai, hatten die Firma Rausendorf und der Förderverein Historische Entwicklung des Landmaschinenbaus Oberlausitz zu einem großen Landmaschinentag eingeladen. Historische und moderne Landmaschinen konnten besichtigt werden. Es wurden Fachvorträge über Mähdrescher, Landmaschinentechnik und nachwachsende Rohstoffe geführt. Auch das Vereinsbüro von Helo und das Papierfabrikmuseum waren zur Besichtigung geöffnet. Mehr davon sehen Sie in unserer nächsten Sendung. Der erste Auftritt der Oberguriger Männermannschaft im Handball fand am 8. Mai auf dem Multisportplatz in Oberguric statt. Zu Gast waren die Mannschaft des HSV 1923 Pulsnitz und die Mannschaft des HC Sachsen. In einem Blitzturnier jeder gegen jeden unterlag die Oberguriger Mannschaft nur knapp mit einem Torrückstand. Die männliche D-Jugend der Spielgemeinschaft Kuhnewalde-Oberguric hatte für Samstag, dem 8. Mai, zu einer Westlausitz-Meisterschaftsfeier eingeladen. Als Anerkennung für ihre Leistung überreichte ihnen Bürgermeister Thomas Polpitz einen neuen Handball. Danach wurde kräftig gefeiert.